Wie schaffst du es, so Facebook-Werbung zu schalten, dass du im besten Fall täglich Kundenanfragen bekommst? Und nicht nur Kundenanfragen, sondern vor allem günstige Kundenanfragen. Weil was bringt es dir, wenn du Facebook-Werbung schaltest und jede Kundenanfrage 5.000 Euro kostet? Dann ja, kannst du dich natürlich freuen, dass Kundenanfragen reinkommen, aber für 5.000 Euro pro Anfrage wird sich das garantiert nicht für dich lohnen. Und ich möchte dir heute mal ein Facebook-Werbekonto von einer meiner Firmen von innen zeigen. Ich zeige dir das exakte Setup, ich zeige dir das genaue Creative, das wir nutzen, und ich zeige dir, wie auch du das umsetzen kannst, dass du Kundenanfragen bekommst, qualitativ hochwertige Kundenanfragen für 100 Euro oder 150 Euro pro Lead. Wir bei Loftfilm haben mittlerweile ein relativ hohes Facebook-Werbebudget. Ja, mittlerweile geben wir über 100.000 Euro im Monat aus für die Erklärvideoagentur. Und das Problem, was ich oft habe, ja, wenn ich mit Kunden oder mit Interessenten über Facebook-Werbung spreche, ist, dass die mir sagen, hey Jonas, das ist ja schön für euch, dass ihr so ein hohes Budget habt. Das ist ja schön für euch, dass ihr 100.000 Euro im Monat ausgebt, aber ich kann mir das aktuell noch nicht leisten. Hast du denn auch ein Setup, was anfängerfreundlich ist? Hast du auch ein Setup, was man mit kleinem Budget betreiben kann? Das andere Problem, was ich mit Loftfilm habe, ist, dass mir Kunden oft sagen, ja komm, ihr bei Loftfilm, ihr habt ja auch schon so viel Bekanntheit, ihr habt so viele Kunden, ja über 3000 Kunden, ihr bekommt so viele Empfehlungen. Ja, Jonas, du bist die ganze Zeit auf Events und sprichst auf der Bühne und erzählst von Loftfilm. Und dementsprechend habe ich Zweifel, dass die Facebook-Werbung, wie ihr die macht, dass die auch für mich funktioniert. Weil ihr habt ja noch diese ganzen anderen Sachen außenrum. Und ich habe jetzt in diesem Video ja, den Beweis sozusagen, dass es auch für dich funktionieren kann, auch für eine kleine Firma, auch für eine neue Firma, die neu am Markt ist und noch nicht diese Bekanntheit hat. Wir haben Ende letzten Jahres eine Firma übernommen. Diese Firma heißt landeseiten.de. Landeseiten.de baut Webseiten, ja, das heißt performance-optimierte Webseiten, die darauf ausgelegt sind, auch wirklich täglich Kundenanfragen zu generieren und wirklich zu konvertieren. Diese Firma, landeseiten.de, ist auch noch relativ unbekannt. Vor allem, bevor wir die übernommen haben, ja, war diese Firma sehr stark abhängig von Empfehlungen und vom Netzwerk. Online-Marketing haben die gar nicht gemacht. Und dann haben wir natürlich gesagt, hey, wir wissen ja, wie man gute Facebook-Werbung schaltet. Wir wissen, dass Facebook-Werbung eine sehr, sehr mächtige Möglichkeit ist, Kunden zu finden. Also haben wir beschlossen, logischerweise auch für landeseiten.de Werbung zu schalten. Wir haben ein neues Werbekonto erstellt für landeseiten.de. Wir haben natürlich ein Creative dafür erstellt. Ja, ist ja naheliegend, einen Loftfilm zu machen, ja, mit unserer Erklärvideoagentur. Das heißt, wir haben ein Erklärvideo als Creative erstellt. Wir haben natürlich eine gute Webseite bei landeseiten.de. Und das war alles oder ist alles, was wir dafür haben. Das heißt, wir haben noch keine Vorträge auf der Bühne. Wir haben keine Bekanntheit von dieser Firma. Wir haben kein hohes Werbebudget, weil es eben eine neue Firma ist, die jetzt neu in die Firmengruppe dazugekommen ist, und haben sozusagen alles so aufgesetzt, wie du es auch machen würdest mit deiner Firma. Und ich zeige dir jetzt, wie wir das gemacht haben, und ich zeige dir auch, wie die Ergebnisse sind. Die erste Frage ist, wenn ich so eine Facebook-Werbung schalte, was für ein Creative soll ich dann nutzen? Weil grundsätzlich, ich nehme dich mal mit auf den Bildschirm, funktioniert das ja so, wir haben hier vorne eine Anzeige, eine Werbeanzeige auf Facebook. Ja, das heißt, wir geben Facebook Geld dafür, dass Facebook diese Anzeige an potenzielle Kunden ausspielt. Wenn jetzt jemand darauf klickt, auf diese Anzeige, dann kommt er auf unsere Webseite, ja, auf unsere Landeseite. Wenn er auf der Landeseite ist, in der Regel ja, kann man dann irgendwie auf einen Button klicken, kostenloses Erstgespräch, kommt auf einen Fragebogen. Und wenn man diesen Fragebogen ausfüllt, ist man ein Lead, ja, eine Kundenanfrage. Das heißt, wir haben jetzt die Kontaktdaten von diesem Interessenten und können den anrufen. So, das ist ja ganz grob der Funnel. Die Frage ist, welche Anzeige muss ich vorne schalten und vor allem wie viele? Ich höre nämlich immer wieder von sogenannten Facebook-Experten, dass die sagen, oh, man muss ganz viel produzieren, man muss Split testen, man muss verschiedene Copies testen, verschiedene Headlines, also Überschriften. Und man braucht ganz viele Videos. Ich halte das für absoluten Schwachsinn. Ich glaube, alles, was du brauchst, ist ein einziges, richtig starkes Creative. Ein einziges und nicht mehr. Und genau das haben wir auch gemacht. Wir haben für landeseiten.de ein einziges Creative produziert, einen Loftfilm und nicht mehr.
Und das reicht auch. Ja, ich zeige dir auch gleich, welche Ergebnisse wir damit erzielt haben. Aber als erstes müssen wir uns mal anschauen, wie muss dieses Creative überhaupt sein? Dieses Creative muss nämlich einige Bedingungen erfüllen, damit es funktionieren kann. Die erste Bedingung, die dieses Creative erfüllen muss, ist, es muss direkt die Aufmerksamkeit von deiner Zielgruppe fesseln. Ja, das heißt, in den ersten 5 Sekunden von dem Video solltest du die Zielgruppe ansprechen und dich darum kümmern, dass jetzt der Zuschauer weiter zuschauen möchte. Dann im zweiten Schritt ist es ganz wichtig, dass du dem Zuschauer klar machst, welches Problem er aktuell hat. Im dritten Schritt geht es darum, ihm eine Lösung zu präsentieren. Schau mal, so könnte das aussehen für dich, die Lösung. So könnten wir dir dabei helfen. Und im vierten Schritt, ganz wichtig, dass wir jetzt auch noch einen Handlungsaufruf machen, ein Call to Action. Das heißt, wir sagen, wenn du das Thema lösen willst, dann mach jetzt XYZ. Ja, zum Beispiel, dann trag dich jetzt ein zum kostenlosen Erstgespräch. Und ich zeige dir jetzt mal dieses Creative, was wir produziert haben für landeseiten.de. Achte darauf, du wirst genau diese 4 Schritte finden. Aufmerksamkeit fesseln, der Zielgruppe am Anfang. Dann Problem erklären, dieses Problem hast du gerade. Dann die Lösung, schau mal, bei landeseiten.de machen wir das, das und das. Und dann den Handlungsaufruf, trag dich jetzt ein, so geht's gleich weiter. Du hast eine Webseite für dein Unternehmen? Super, dann können sich potenzielle Kunden ganz einfach über dein Angebot informieren. Oder? Falsch. Wusstest du, dass die durchschnittliche Verweildauer auf einer Webseite nur 40 Sekunden beträgt, bevor die Besucher wieder abspringen? Dass laut Statistik weniger als 20% der Texte auf einer Webseite gelesen werden und oft trotz hunderten Besucher keiner eine Anfrage stellt? Frag dich mal selbst, wie viele Anfragen bekommst du aktuell über deine Webseite? Also einfach nur eine Webseite haben genügt nicht. Deine Webseite muss so aufgebaut sein, dass sie Besucher hält. Sie überzeugt und dazu bringt, eine Anfrage zu stellen. Wie das funktioniert? Die Überschriften und Texte müssen verkaufspsychologisch aufgebaut und getextet sein. Das Design muss auf den ersten Blick überzeugen und so optimiert sein, dass der Besucher durch die Seite geführt wird, bis zum Klick. Und deine Seite muss Vertrauen zu deinem Unternehmen aufbauen, sodass potenzielle Kunden sich für dich entscheiden und nicht für die Konkurrenz. Hi! Wir sind landeseiten.de und wir haben uns darauf spezialisiert, hochperformante Webseiten zu bauen, die dir täglich Anfragen bringen. Hunderte Unternehmen haben schon eine Landeseite. Wann machst du deine? Trage dich jetzt zum kostenlosen Erstgespräch ein. In diesem Gespräch zeigen wir dir, wieso deine aktuelle Webseite nicht funktioniert. Und wir erstellen dir ein kostenloses Konzept für deine neue Seite, damit du mehr Anfragen bekommst. Jetzt eintragen. Und diesen Film schalten wir als Werbung. Und wie gesagt, das ist das einzige Creative, das wir aktuell nutzen bei landeseiten.de, zumindest was kalten Traffic angeht. Es gibt ja immer noch Retargeting. Das bedeutet, dass man Menschen wieder Werbung zeigt, die einmal auf der Webseite drauf waren. Das ist auch sehr sinnvoll, hier verschiedene Creatives zu nutzen. Einfach, dass ein potenzieller Kunde immer wieder was Neues sieht. Aber komplett kalt. Und in diesem Video will ich mich nur komplett auf die kalte Zielgruppe fokussieren, weil deine Facebook-Werbung muss auch funktionieren ohne Retargeting. Ja, du solltest trotzdem Retargeting machen, weil das deine Ergebnisse verbessern wird. Wir fokussieren uns jetzt aber erstmal nur auf das ganz simple Setup, und zwar nur kalte Werbung. Damit das funktioniert, brauchen wir natürlich etwas Zweites, und zwar eine Webseite, die gut ist. Und die könnte zum Beispiel so aussehen. Jetzt ist es natürlich so, dass wir bei landeseiten.de genau wissen, wie man perfekte Webseiten baut. Deshalb relativ klar, dass wir hier für uns selbst eine sehr gute Webseite gebaut haben. Und hier gibt es einige Dinge, die auch sehr wichtig sind. Ich werde jetzt nicht durch alle Sachen durchgehen, nur durch so ein paar Eckpunkte. Wie genau diese Seite aufgebaut ist, kannst du dir auch nochmal in Ruhe anschauen, einfach auf landeseiten.de. Also ganz wichtig ist, dass wir eine gute Überschrift haben. Diese Überschrift, die sollte nicht so sein, dass es heißt, herzlich willkommen auf unserer Webseite. Die sollte auch nicht so voller Floskeln sein, so unkonkret, wie zum Beispiel digitale Lösung für Ihr Unternehmen. Das ist schlecht. Was wir stattdessen machen wollen, ist ganz konkret sagen, was ist der Vorteil, den du hast, wenn du mit uns arbeitest. Beispiel, endlich eine Webseite, die täglich Kundenanfragen liefert. Das ist eine geile Überschrift, da steckt das Promise drin, da steckt das Feature drin. Ja, das ist, was du hier bekommst. Was ist noch wichtig auf so einer Landeseite? Wichtig ist, dass du nicht zu viel Text hast.
Ja, du siehst hier immer nur so kleine Textblöcke, ja, immer nur so vielleicht 2-3 Zeilen auf einen Schlag. Niemals solche Textblöcke, weil die liest keiner. Was ist noch wichtig? Wichtig ist ein gutes Design, weil das gute Design ist der erste Eindruck. Und der erste Eindruck zählt. Wenn ich auf deine Webseite komme und das Design ist nicht nice, dann habe ich das Gefühl, hey, die sind nicht modern, die sind nicht vertrauenserweckend, die scheinen ein schlechter Anbieter zu sein. Weil das, was jemand über deine Webseite denkt, denkt er auch über dein Unternehmen. Deshalb, das Design muss modern aussehen, das muss auch zu deinem Angebot passen. Ja, bei loftfilm.de zum Beispiel siehst du, dass das Design so ein bisschen verspielter ist. Ja, da haben wir auch viele so Cartoon-Figuren. Aber das passt sehr gut bei loftfilm.de, weil wir natürlich auch eine Erklärvideoagentur sind. Und das ist komplett in Ordnung, auch diesen Erklärvideostil wieder aufzugreifen. Für landeseiten.de ist das nicht so geeignet, ja, weil wir wollen ja nicht jung wirken, sondern hochwertig. Also überleg dir genau, wie dein Design sein sollte. Ganz wichtig ist auch Vertrauen aufzubauen, zum Beispiel hier durch zufriedene Kunden und positive Bewertungen. Und natürlich soll man auch sehen, wie dein Angebot aussieht. Ja, zum Beispiel hier, so sehen die Webseite von landeseiten.de aus. Und ganz wichtig, das vergessen viele, was du immer auf deine Webseite draufpacken solltest, ist, wie läuft eine Zusammenarbeit ab? Wie sind die einzelnen Schritte? Und das siehst du hier auch ganz gut in 4 Schritten zu deiner Landeseite. Im ersten Schritt lernen wir uns kennen, im zweiten Schritt schreiben wir die Texte, im dritten Schritt machen wir Design, im vierten Schritt entwickeln wir die Seite. Das waren so ein paar von den wichtigsten Punkten. Aber ganz entscheidend, damit deine Facebook-Werbung funktionieren kann, ist, dass du eine gute Webseite hast. Wenn du keine gute Webseite hast, dann kannst du machen, was du willst. Deine Facebook-Ergebnisse werden nicht gut werden. Auch wenn du das beste Creative hast, den besten Text, das perfekte Setup. Du brauchst eine gute Landeseite, damit die Facebook-Werbung überhaupt funktionieren kann. So, und jetzt sagen wir mal, wir haben das. Wir haben eine gute Anzeige, also ein gutes Creative. Und wir haben eine gute Webseite. Jetzt ist die letzte Frage, wie setzen wir unsere Facebook-Werbung auf, damit sie funktioniert? Und das zeige ich dir jetzt. Ich habe jetzt mal alles ausgeblendet, was nicht wichtig ist, zum Beispiel das Retargeting, sondern wir wollen uns wirklich nur auf die kalten Top-of-Funnel-Creatives fokussieren oder Kampagnen fokussieren. Und du siehst, wir haben hier 3 Kampagnen. Eine heißt TOF Conversion, eine heißt TOF Video View und eine heißt TOF Engagement. In all diesen Kampagnen ist nur ein einziges Creative drin. Und zwar hier dieser Loftfilm. Das ist das einzige Creative, was kalt läuft. In jeder von diesen Kampagnen ist genau eine Zielgruppe nur drin. Das kannst du machen, wenn du deine Zielgruppe gut kennst. Wenn du möchtest, kannst du am Anfang auch 1 oder 2 oder 3 Zielgruppen, verschiedene Interessens-Audiences, wie auch immer, testen. Du siehst aber schon mal, dieses Setup ist sehr, sehr schlank. Ja, wir haben nicht 20 verschiedene Kampagnen, 15 verschiedene Tests, 20 verschiedene Creatives, Split-Tests und so weiter, sondern wirklich sehr, sehr schlank. 3 Kampagnen. In jeder Kampagne ist genau ein Adset drin und in jedem Adset ist genau ein Creative, also dieser Loftfilm. Mehr brauchst du nicht. Schauen wir uns mal diese Kampagnen an. Du siehst, der Großteil des Budgets, also insgesamt, seitdem wir das gestartet haben, 17.000 Euro, geht hier auf die Conversion-Kampagne. Ein sehr kleiner Teil des Budgets, also wir sagen so Faustregel, so ungefähr 10% hier, 10% hier, 80% hier. Also ein kleiner Teil des Budgets geht auf die anderen beiden Kampagnen. Und diese anderen beiden Kampagnen haben nicht das Ziel, Leads zu generieren. Diese anderen beiden Kampagnen, die Engagement-Kampagne und Video-View-Kampagne, haben nur das Ziel, dieses eine Creative aufzuwerben. Und das funktioniert sehr gut. Ja, wenn wir hier mal drauf schauen, sehen wir hier bei diesem einen Creative, haben wir 300 Likes, wir haben 60 Kommentare, 70 Kommentare fast. Das heißt, dieses Creative hat sehr viel Social Proof. Und nicht nur das, dass es Social Proof hat, auch Facebook sieht, dass Menschen sich für dieses Creative interessieren. Die schauen das an, die kommentieren das, die liken das. Warum? Weil wir eben hier eine Video-View und eine Engagement-Kampagne haben. Das heißt, Kampagnen, die genau das bezwecken. So, das heißt, diese beiden Kampagnen, die laufen so nebenher mit und wärmen das Creative auf. Die Kampagne, in der aber eigentlich die ganze Magie passiert, ist hier diese Conversion-Kampagne. Und diese Conversion-Kampagne, ja, du siehst eine Kampagne, ein Adset, ein Creative. Und in diesem Adset haben wir eine Zielgruppe. Diese Zielgruppe ist ca. 300.000 bis 400.000 Menschen groß.
Die Faustregel ist so 500.000 bis 1,5 Millionen Menschen Zielgruppengröße. Es sollte nicht viel kleiner sein, es sollte auch nicht viel größer sein. Und wir haben hier alle Platzierungen angemacht, alle Placements. Das heißt, wir schließen nicht eine Plattform aus. Wir sagen zum Beispiel nicht nur Facebook, aber nicht Instagram oder nur Instagram, aber nicht Facebook. Wir sagen, bitte spiel es da aus, wo du glaubst, dass es sinnvoll ist. Und das ist eine gute Faustregel. Ja, die Faustregel ist, je mehr du Facebook selbst entscheiden lässt oder je mehr du Meta selbst entscheiden lässt, desto besser. So, und das war es im Prinzip auch schon. Ja, wir haben hier eine Conversion-Kampagne, die auf Lead optimiert. Ja, das heißt, wir wollen so viele Leads sammeln wie möglich. Und jetzt haben wir hier eben noch ein Creative drin. Und in diesem Creative ist ganz wichtig, ja, eine gute Ad-Copy, eine gute Headline. Loftfilm-Kunden empfehle ich immer, einfach den Sprechertext von dem Loftfilm zu verwenden als Werbeanzeigentext. Und dann brauchst du hier eine gute Headline. Und diese Headline sollte nicht so was sein wie, trage dich jetzt ein zum Erstgespräch. Ja? Es sollte lieber etwas sein, was Aufmerksamkeit bekommt und etwas, was dein Angebot erklärt. Ja, zum Beispiel, deine Webseite bringt keine Kundenanfragen oder bringt keine Anfragen. Warum? Ja, bringt Aufmerksamkeit und es wird schon klar, es geht hier darum, Anfragen über die Webseite zu erhalten. So, jetzt haben wir alles aufgesetzt, drücken auf den Startknopf und jetzt kommt natürlich die Frage der Fragen, wie sind die Ergebnisse? Und damit du weißt, welche Ergebnisse möglich sind oder welche Ergebnisse ja, anvisiert werden sollten, gebe ich dir jetzt hier einmal die Benchmarks mit. Benchmarks ist so der Standard, ja, was andere Advertiser so im Schnitt erreichen und was wir sehen, was bei unseren Unternehmen funktioniert, aber auch bei Hunderten von Loftfilm-Kunden so der Normalfall ist. Und du kannst diese Benchmarks anschauen und immer wenn du nicht in der Benchmark bist, weißt du, dass es eventuell Handlungsbedarf gibt. Schauen wir uns das Ganze an. Also, du hast eine Werbeanzeige. Auf diese Werbeanzeige sollten circa 1-3% der Leute drauf klicken. Das nennt man auch die Click-Through-Rate. So, wenn hier auf diese Anzeige nicht 1-3% draufklicken, sondern wenige, weißt du, wahrscheinlich ist mein Creative nicht so gut, wie es sein muss. Ja, das heißt, wahrscheinlich ist es kein gutes Video. Ja, Bilder würde ich dir sowieso davon abraten, weil du kannst einfach in Videos viel mehr kommunizieren in kurzer Zeit als mit einem einzelnen Bild. Das heißt, du brauchst ein gutes Marketing-Video. 1-3% ist die Benchmark für die Click-Rate. So, dann kommen die Leute auf die Webseite, auf deine Landeseite und hier sollten circa 10-15% den Fragebogen öffnen. Das heißt, 10-15% sollten auf den Button klicken, ich möchte ein kostenloses Erstgespräch. Die kommen auf den Fragebogen und hier vom Fragebogen sollten 30-50% diesen Fragebogen auch ausfüllen. Das sind die Benchmarks. Wenn du jetzt zum Beispiel merkst, hey, es kommen zwar Menschen auf die Webseite, aber weniger als 10% klicken auf kostenloses Erstgespräch, dann weißt du, meine Website ist nicht so gut, wie sie sein könnte. Ja, da muss noch etwas verbessert werden. Ich weiß das, weil wir wirklich schon hunderte Webseiten für verschiedene Kunden gebaut haben und wir sehen, im Schnitt 10-15% ist realistisch. Schauen wir mal auf die tatsächlichen Ergebnisse, die wir hier bei landeseiten.de erzielen. Und wie gesagt, wir schauen jetzt nur auf die kalte Kampagne, wir schauen gar nicht auf Retargeting. Und Retargeting verbessert dein Ergebnis in der Regel. Ja, das heißt, wir schauen jetzt wirklich nur auf die kalte Anzeige, ohne irgendwas drumherum. So, wir sehen, wir haben seit Anfang 17.000 Euro ungefähr ausgegeben, haben eine Click-Through-Rate von ungefähr 1,68%. Ja, das heißt, wir sind in der Benchmark, habe ja gerade gesagt, 1-3% sollten klicken, bei uns sind es aktuell 1,68%. Insgesamt haben wir 2.300 Klicks bekommen. 2.300 Unique Klicks, das heißt 2.300 Menschen haben auf unsere Werbung, auf diesen Loftfilm draufgeklickt und sind auf die Webseite gekommen. So, jetzt habe ich gesagt, ungefähr 10-15% der Leute, die auf die Webseite kommen, sollten auch den Fragebogen öffnen. Wir sind hier gerade bei 270 Add-to-Carts, das heißt 270 Menschen haben den Fragebogen geöffnet. Schauen wir nochmal auf die Benchmark. 2.400 Leute haben geklickt, 270 haben den Fragebogen geöffnet. Also wir können schon mal sehen, ungefähr mehr als 10%. Ja, das ist gut. Und von den 270, die geklickt haben auf den Fragebogen, haben ihn 126 ausgefüllt. Auch hier, Pi mal Daumen, können wir es überschlagen, sind circa 50%. Also du siehst, wir sind genau in den Benchmarks. Ja, und das ist auch, was du anstreben solltest.
Und wir sind hier bei der wichtigsten Metrik, ja, das ist wirklich mit Abstand die wichtigste Zahl. Wie hoch ist der Cost pro Lead? Der Cost pro Lead ist hier aktuell 136 Euro. Das heißt, du siehst, wir haben mit 17.000 Euro Werbeausgaben haben wir 126 Leads generiert für einen Preis von 140 Euro ungefähr Cost pro Lead. Und das sind auch sehr gute Leads. Ja. Ich weiß das, weil wir schauen natürlich auch im Vertrieb dann, ob diese Anfragen gut sind, ob man die verwerten kann. Aber im Schnitt sind das hier sehr qualitativ gute Anfragen. Und wir schauen jetzt einfach nochmal so auf die letzten 14 Tage vielleicht. Ja, du siehst, die Ergebnisse sind natürlich nicht immer gleich. Die schwanken mal besser, mal schlechter. Hier in den letzten 14 Tagen sehen wir sogar noch bessere Ergebnisse. Wir sehen hier einen Kost pro Lead von 100 Euro pro Lead. Das heißt, 100 Euro dafür, dass jemand bei uns anfragt und sagt, hey, ich würde gerne bei euch eine Webseite beauftragen. So, nochmal zusammengefasst, was brauchst du alles, damit auch du solche Ergebnisse erzielen kannst? Es ist weniger, als du denkst. Du brauchst ein gutes Creative, also zum Beispiel einen guten Loftfilm. Du brauchst eine gute Landeseite, also eine conversionstarke Webseite. Und du brauchst einmal ein sinnvolles Setup für Facebook-Werbung. Und dann kannst du auch, ohne dass du große Bekanntheit hast, ohne dass du auf Bühnen stehst, ohne dass du jeden Tag Empfehlungen bekommst und ohne riesiges Werbebudget, kannst du trotzdem täglich Anfragen generieren. Ja, du siehst es ja gerade, letzte 14 Tage hatten wir 30 Kundenanfragen. Das heißt im Schnitt jeden Tag 2 Anfragen oder mehr. Im Schnitt. Das heißt, jeden Tag kommen 2 Menschen auf uns zu, die sagen, hey, ich würde gerne bei euch eine Webseite beauftragen. Und wir können das natürlich jetzt auch hochfahren. Wir können jetzt doppelt so viel Geld ausgeben und doppelt so viele Anfragen bekommen. Der Grund, warum wir das nicht machen, ist, weil wir natürlich auch eine gleichbleibende Qualität liefern wollen. Und wenn wir jetzt doppelt so viele Anfragen hätten, dann könnten wir nicht mehr die gleiche Qualität liefern. Aber wir bauen unsere Produktion weiter aus, ja, unser Fulfillment, und werden das dann einfach hochfahren und hochskalieren. Und das Gleiche kannst du auch machen, ja, wenn du sagst, hey Jonas, ich brauche aber noch eine gute Landeseite, ich brauche ein gutes Creative, hey, dafür sind wir da. Ja, komm gerne auf uns zu. Wenn du einen coolen Loftfilm haben willst, geh einfach auf loftfilm.de, trag dich ein zum Erstgespräch. Wenn du eine coole Landeseite haben willst, geh auf landeseiten.de und trag dich dort ein. Ja, es ist so, dass wir auch immer ein kostenloses Konzept im Vorfeld machen, ja, und dir einmal zeigen, so würden wir den Film für dich aufbauen, so würden wir die Webseite für dich aufbauen. Wenn wir da zusammenarbeiten, würde mich sehr freuen. Ja, trag dich einfach ein, weil denk immer dran, dein Unternehmen hat großartiges Marketing verdient.